4 weitere Level gibt's noch. Die machen wir. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Okay. Das ist ein kleiner Raum. Oh, die Musik. Ist das ein Vogelnest? Oder was ist das? Hilfe! Ein Taubsi fliegt hier. Okay, alles klar. Okay, der schießt... Danke. Der schießt Eier auf uns. Die tun uns weh. Weil das sind brutale Bombeneier. Ja, alles klar, Spiel. Ja, also... Für die Leute, die das Spiel schon super oft gespielt haben, die denken sich wahrscheinlich, ja, wow, wie kann der so viele Leben überall liegen lassen und so schlecht spielen, aber... Es ist halt kein Spiel, was ich damals gespielt habe. Außerdem ist die Steuerung schwer und man hat nur ein Leben. Ich bin gesprungen! Geh weg. Und dass ich da vorspule, ist es einfach nur, damit es für uns beide hier, du und mich, für uns beide nicht langweilig ist. Wozu brauche ich dich? Für hier? Keine Ahnung. Will man vermuten? Das habe ich doch rechtzeitig gar nicht. Ja, toll. Ja, toll. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was machst du? Was machst du? Hallo? Schalter! Was hast du da gemacht? Ist das Ding jetzt andersrum oder was? Vermutlich. Oh, oh, ich... Ich lebe noch! Ich lebe noch! Oh mein Gott. Okay, hier rauf. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Hier lang! Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Oh mein Gott. Ich bin's, der Mario-Mann. Du warst unartig. Deshalb kriegst du nur ein One-Up. Ich wusste es halt. Warum hat Marios Icon oben rechts eigentlich so ein Pixel nach links? Seht ihr's? Warum ist er da? Jedenfalls haben wir jetzt hier einen neuen Gegner, glaube ich. Das wäre eine Pflanze. Das ist ein Vieh mit Ohren. Wow, das kann sprinten. Das Ding kann sprinten. Okay, das hört, wenn ich springe. Okay, hier, hier, hier. Ich springe, ich springe. Hier, hier. Hörst du mich, hörst du mich? Hörst du mich? Jetzt hört er mich nicht mehr? Was mache ich denn jetzt? Geh ein bisschen weiter weg, bitte. Ja, hallo? Okay, gehe ich ja hier lang. Hier ist ein Hammer. Okay, den merke ich mir, falls ich ihn brauche. Oh, das ist knapp. Aber ich hab's. Da müsste ich mal dran. Ansonsten. Habe ich schon alles? Ich glaube, SC heißt ja, ne? Oder? War das so? Keine Ahnung. Wie mache ich das denn jetzt? Na toll, jetzt ist er genau da. Warte, da muss ich nochmal weglocken, glaube ich. Badam, 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 badam. Oh nein, zu schnell! Oh Gott, viel zu schnell! Und ja, wir hatten schon alles. Ich glaube, ich muss ihn mit dem Hammer besiegen. Ich glaube, ich muss den Hammer da hinbringen oder so. Das ist zumindest meine Theorie. Okay, erstmal One-Up holen. Badabedabedim. Dann. Nein, ich hätte den Hammer benutzen sollen. Oh, okay. Okay, keine Ahnung. Den krieg ich doch nicht nach oben, den Hammer, oder? Nee. Okay. Ach, man kann nicht über die drüber springen. Ich hab's probiert. Es geht nicht. Die wollen nicht. Lass mich nicht. Nee, die haben viel zu große Hitbox. Dann soll ich drüber springen. Das ist mal wieder ein Level, was mich richtig zum Struggeln bringt, ne? Und das, die Sache ist, ja, ich könnte einfach alles hier liegen lassen. Es würde mir aber nicht helfen, weil ich brauche nochmal die One-Ups, wie man merkt. Gut, dafür, dass ich die One-Ups brauche, sammle ich die... Ja, gut. Ich brauche nur die One-Ups, weil ich die Dinger sammle, würde ich One-Ups bekommen. Muss mal drüber nachdenken. Kann ich damit killen? Ich kann ihn damit killen! Haha, der Schlüssel des Mordes.
Wie bringe ich den Schlüssel jetzt nach oben? Ach, wenn ich nach oben gedrückt halte, kann ich den Schlüssel geradeaus nach oben werfen. Okay. Hätte ich früher wissen müssen, Spiel. Aber, na gut. Das muss man jetzt selbst herausfinden. Oder man liest das Manual, also die Gebrauchsanleitung. Die ich dann natürlich hier direkt neben mir liegen habe. Da steht es ja auch, ah, nach oben drücken. Ja, okay. Ja, mein Fehler. Ja, klar. Ja, klar. Badabam. Bonus. So, fast fertig. Ich weiß, war das noch viel zu lang. Egal. Was soll's. Habt ihr zumindest ein bisschen mehr Spaß. Okay, hier unten ist direkt easy peasy das Ding. Kann ich bitte gucken, wie weit es nach oben geht? Nein. Hä? Das hilft überhaupt nicht. Hä? Warte mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Warte, so komme ich da hoch. Oder auch nicht. War ich verkackt. Ja, da kann ich hoch. Wow, 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 wow. Danke. Okay. Da ist der Hut. Jetzt fehlt nur noch. Was war das? Die Handtasche? Ja, die Handtasche. Die Handtasche der Lester-Schwester. Jetzt! Aha. Ja, okay, das war aber easy, oder? Na gut, wenn ich einmal runterfalle, bin ich wahrscheinlich tot. Den ganzen Weg nach unten. Nehmen wir erstmal die Schlüssel mit. Müssen auf eine Plattform fallen. Auf welche? Erstmal auf die? Nein, nein, zu weit, zu weit, zu weit. Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Oh, hey, das hat ja besser funktioniert als gedacht. Hier muss ich gar nicht lang. Aber die Leiter könnten mir trotzdem helfen. Wenn ich den Schlüssel hier raus... Wenn ich den Schlüssel hier raus... Oder auch nicht. Dann kann ich den jetzt zumindest so nach oben werfen? Ja, danke. Immerhin etwas. Der verschwindet auch so wieder so schnell, ne? Nee, oder? Nee, oder? Das ist nicht dein Ernst. Das war falsch. Also, ich habe eigentlich jetzt verkackt, glaube ich. Nee, das krieg ich nicht. Das krieg ich niemals hin. Ja, schön und gut, jetzt ist er da. Aber bis ich da bin, ist er wieder weg. Hallo Mario! Oh. Mama mia! Kann ich mich so ein bisschen hochtricksen? Ja, ein bisschen. Was? Und die Zeit! Ja, komm. Game over. Ich skippe euch das. Ihr kennt das jetzt schon. Okay, Schlüssel in meiner Hand. Der Weg. Ein sehr steiniger. Aber er ist nicht unmöglich. Er ist nur nicht der einfachste. Aber wir haben es. Oh boy. Hoffentlich wird der Final Boss von dem Wald nicht so doll schwer. Also die Welt, haben wir schon gemerkt, hat sofort angefangen schwerer zu werden. Dass ich für mehrere Level länger gebraucht habe. Warum sind aber manche ein M? Heißt das, ich habe die First Try geschafft oder was heißt das? Keine Ahnung. Jedenfalls, was hat denn jetzt vor? Was hat Donkey Kong denn jetzt? Was soll ich jetzt machen? Ah, das gleiche wie beim ersten Bosskampf. Die Barrels mitnehmen. Nur diesmal benutzt er die komisch. Bam! Aber irgendwie ist es auch einfacher. Man kann sich hier mehr verstecken. Als beim ersten Kampf noch. Ja, okay, das war jetzt doof. Ja, dankeschön, dankeschön. So, boing, boing, bam! Schon auf den Fuß, ja, da trampelt er auch schon so. Hey, mein Fuß! Ja. Wow, wow, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf! Okay, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Oh, der geht richtig ab jetzt! Nein! Ah, das wäre unsere Chance gewesen, ne? Okay, jetzt. Boing, boing. Boing, zack! Hab ich dich! Warum war der Bosskampf jetzt einfacher als die Level? Naja, falls euch das auch fragt, lasst ein Like da und findet beim nächsten Mal heraus, ob denn die nächste Welt dann genauso schwer wird. Oder nicht. Scheinbar wird das eine Wasserwelt auf einem Schiff. Ja, Donkey Kong Schiffe ist ja nichts Neues.
Aber... Hey, wir können uns rüber schwingen! Yeah! Das ist ziemlich cool. Hilfe, Flacker. Ship. Eine kurze Welt. Mitten beim Schneiden ist mir aufgefallen, das macht keinen Sinn, eine Welt pro Folge. Also, Schwamm drüber. Machen wir jetzt noch weiter mit dem Schiff. Denn die Folge hat ja auch wahrscheinlich angefangen. Irgendwo mittendrin in der Forest-Welt, von daher nicht schlimm. Ich meine, dann können wir das jetzt schon hier begutachten. Ist doch schön. Was sind das denn für kleine Knechte? Darf ich hier schwimmen? Ja, ich sollte nicht zu weit nach unten tauchen. Dann sterbe ich wahrscheinlich. Und warum ist hier eigentlich das Wasser komplett anders als hier? Oder ist das kein Wasser? Wo bin ich da rangeschwungen? Ich will es, glaube ich, gar nicht erst wissen. Okay, aber wie komme ich jetzt da hoch? Hi? Hey! Mann! Das war eine Falle! Ich muss ihn erstmal... Nee. Warte, wenn ich hier bin, komme ich dann überhaupt noch irgendwie zurück nach Hause hier? Ja, okay, kann ich. Ich muss das ausnutzen. Da gibt es einen Frame, wo ich springen kann. Okay, okay, das schaffen wir, Freunde. Das nutzen wir aus. Bam, 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 bam. Okay, schnell. Ups. Da habe ich nicht schnell genug A gedrückt. Auszusehen. Ups. Und da bin ich schnell ins Tode gerannt. Yippie. Nee, kann ich wirklich nicht vorspulen im Wasser. Weil ich muss ja ständig A spammen, damit ich an der Oberfläche bleibe. Na gut. Ich habe meine Lektion gelernt, Spiel. Ich werde es unterlassen. Fürs Erste. okay, auf den kann ich ja drauf stehen bleiben. Okay, okay. Handtasche haben wir somit auch. Mhm. Drüber. Und drüber. Was ist denn damit? Ach, zum Schlüssel. Nat. Dieses Geräusch immer. Nat. Okay, spring, spring. Runter, runter, runter. Hä, was zum... Wow. Hä? Haben wir es falsch gemacht? Kann ich hier hoch? Nö. Oder? Wie muss ich da hochkommen? Auf jeden Fall nicht von hier. Okay. Lass mich das nochmal anschauen. Irgendwas habe ich übersehen. Mhm. Ach, die schwingen hier. Das haben wir doch im Intro gesehen. Nur, wie benutze ich die, ist die Frage. Wie benutze ich die Schwingen hier? Kann ich hier B drauf drücken? Oder sowas? Irgendwas? Weil hier oben sind ja die... Was ist es, keine Schwinge? Vielleicht ist es auch keine. Aber ihr würdet mir doch auch zustimmen, wenn ich sage, dass das hier viel zu knapp ist, oder? Wow, nicht sterben, bitte! Vor allem muss ich ja hier am allerlängsten warten und dann, wenn ich erst unten... Ja, dann ist schon weg. Irgendwas stimmt hier halt nicht. Irgendwie muss ich da hochkommen können. Aber wie? Oh, warte mal. Soll das ja eher hierfür sein? Dass ich überhaupt hier zu der Sache da oben hinkomme? Ist es dafür gedacht? Ja, oder? Nein? Das ist eine Wand! What the hell? Irgendwas stimmt hier nicht. Die Zeige jetzt auch aus. Ja, keine Ahnung. Hä? Hä? Ach, sag bloß! Das sehe ich doch am Sprite nicht! Egal ob Game Boy oder Game Boy Color, sehe ich doch am Sprite nicht! Was zur Hölle? Hä? Aber das hilft mir doch jetzt auch nicht? Das hat mir halt legit jetzt auch gar nicht weitergeholfen. Was zur Hölle? Hä? Okay, warte, warte, warte. Also ich kann mich hier auf jeden Fall hoch schwingen. Warte. Einfach oben gedrückt halten. Springen. War noch nicht genug. Vielleicht spammen, damit es schneller geht? Nee, gedrückt halten geht schneller. Zack. Aber das muss ja noch mehr machen, als nur hier aufmachen, oder? Das ist doch bestimmt noch mehr als das. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht.
Ich dachte, das würde hier einen Weg öffnen oder so, der dann Sinn macht. Nein, macht er nicht. Ich übersehe irgendwas. Ich mache einen Umweg, oder? Doch, mach, glaube ich, einen riesigen Umweg. Es muss eine Möglichkeit geben, an den Schlüssel viel, viel einfacher runter hinzukommen. Vielleicht kann ich von hier einfach runterfallen oder so. Das muss die Lösung sein. Irgendwie, dass ich hier runter kann direkt. Zack, zack. Jetzt haben wir doch ducken. Nee, geht nicht. Aber anders funktioniert es halt nicht. Anders kann es gar nicht stimmen. Also. Na, jetzt mal ehrlich. Es macht halt ehrlich absolut keinen Sinn. So, habe ich jetzt mehr Platz? Oh, oh, Timing, Timing! Oh, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich habe die Schlüssel! Aber ich bin tot! Ich glaube, das Level muss ich wirklich nachschauen. Ja. Das Level muss ich nachschauen. Das verstehe ich absolut nicht. Ich sitze jetzt schon so lange. Keine Ahnung. Okay. Ich hab's jetzt. Und zwar wollen wir nicht die Brücke für uns machen, sondern wir wollen eine Brücke für den kleinen Fratzi hier machen. Das ist das, was ich übersehen habe. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wie kommt Mario da am besten hin? Und nicht dran gedacht, ob es nicht vielleicht noch eine andere Lösung gibt. Und ja, das habe ich nachschauen müssen, weil darauf wäre ich jetzt ehrlich gesagt nicht gekommen. Wie gesagt, ich habe halt nicht dran gedacht. Aber es macht natürlich Sinn. Denn jetzt können wir einfach da drüber jumpen. So soll man auch eigentlich nach unten unter Wasser hinkommen. Und nicht so, wie ich es gemacht habe, im perfekten Frame dann wieder hochkommen. Das wollte man eigentlich gar nicht. Ich habe es trotzdem gemacht. Yippie! Oh Gott, habe ich jetzt ewig lang für dieses Level gebaut. Hoffentlich brauche ich für die anderen drei Level bis zum nächsten Donkey Kong Fight nicht so lange. Ja, kein One-Ups. Ich bin wieder sehr verstorben. Leider. Okay. Wow! Was? Hilfe! Die dashen auf einen zu! Okay, die Krabbe. Die scheint mich angreifen zu wollen. Gut, dass ich jetzt weg bin. Hoch da. Okay. Hoch da. Hoch. Warte. Wieso macht er den Backwards-Jump nicht mehr? Jetzt macht er den. Ja, den mag ich nicht so oft, weil der ist halt unreliable, würde ich behaupten. Boah, hat eine riesige Reichweite. Habt ihr es gesehen? Komm mal her. Ja, weiter, weiter, immer weiter, immer weiter. Komm her. Okay, perfekt, perfekt. Jetzt weg, 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 weg. An ihm vorbei. Bin ich da runter? Da will ich auf keinen Fall runter. Nee. Ah, da wäre sogar eine Leiter gewesen. Ach, schau mal. Hier ist so ein Bungee-Jump-Ding. Yippie! Ah, wir wollen nach ganz oben. Okay. Weil, so wie ich es gerade gemacht habe, kommen wir nur zum Schlüssel. Wir wollen aber erstmal alle Schätze von Pauline gesammelt haben. Wie kann diese Frau immer ständig alles exakt genauso verlieren? Also, ich verstehe es nicht. Wie diese Frau das hinbekommt. Naja, gut. Was weiß ich schon davon? Mario? Okay. Und nicht oben drücken. Haben wir alles? Ich glaube schon. Ja, dann können wir jetzt abhauen. Ja, das Level war natürlich dann viel, viel einfacher, ne? Das verstehe ich nicht. Das ist ein Mysterium für mich. Aber solange wir es jetzt ohne Death hier rüber schaffen. Warte, ich kann ihn doch killen. Bam! Nein! Die Krabbe kann ich nicht killen. Aber zumindest kann ich auf der Krabbe draufstehen. Sonst hätte ich mir jetzt gedacht, wie komme ich hier durch? Das funktioniert zumindest. Okay. Wunderbar. Schmeiß nur so rein. Babadam, bam, bam, bam. 1, 2, 3. Besser hatten wir es noch nie. Trotzdem ist es One-Ups. Schade. Na gut. Help, help. Oh Gott. Das ist ein langes Level. Wie es scheint. An dem soll ich vorbei, ne? Oder? Schiebt er mich? Schiebt er mich? Ja, danke Kumpel. Nett von dir. Er schiebt mich. Und da komme ich gerade noch so rüber. Perfekt. Das war schon alles. Schlüssel nehmen.
Und abhauen, kann ich die killen? Nein. Zumindest nicht mit dem Schlüssel. Na gut, lass ihn respawnen, lass ihn respawnen. Nimm mit. Könnt ihr irgendwas? Naja, ich kann auf jeden Fall was. Mit dem Hammer! Okay, mehr brauche ich nicht. Also ich brauche nicht mehr, so gesagt. Hoch da! Nehm ihn mit. Das ist die Frage. Welche der vier Türen ist es? Ich muss raten. Und da gibt es noch eine weitere Tür. Hier passiert nichts. Hier passiert was. Yay! Die anderen Türen waren fake. Die war richtig. Glaube ich. Sollte. Okay. Komm schon. Ganz viele Ups und Downs im Leben. Na, ein One-Up. Nehme ich mit. So, und jetzt Bosskampf für diese Folge. Wow, es geht direkt los. Hi. Das war's? Nee, ihr kommt nicht weiter. Was zum... Hey! Der hat mir meinen Weg zugesperrt, dass ich nicht mehr wegkomme. Habt ihr das gesehen? What the hell? Oh, das ist falsch, das ist falsch. Ich muss hier auf die Plattform hoch, erstmal. Ah, Mist. Ja. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Nur solange der Schalter aktiv bleibt, komme ich hier durch erstmal. Okay, okay. Hier lang! Okay. Okay. Den Schalter aktivieren. Glaube ich. Ja! Ja! Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Jetzt schnell durch, bevor er irgendwas machen kann. Oder kann er überhaupt was machen? Bam! Tor ist offen. Jetzt können wir zu ihm. Oh Gott, ernsthaft? Ich muss den ganzen Weg zurück? Ich hab's mir schon gedacht. Ich hab mir schon gedacht, das würde passieren. Okay. Erneut. Ich habe ihn nicht getraut. Bin ich ganz ehrlich. Macht er jetzt den Schalter? Ja, macht er. Aber macht ihn diesmal anders als zuvor. Keine Ahnung. Gut oder schlecht. Es ist anders. Ich mag es nicht, wenn es anders ist. Okay, warte. Jetzt warten. Jetzt. Nein. Jetzt. Nein. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Warum? Warum ist der eine immer falsch? Hä, warum ist er jetzt zu? Hey, Kumpel, mach mal auf da. Geht doch. Jetzt macht das hier auf. Und dann können wir fliehen. Right? Okay, dann macht er zu manchmal. Warum auch immer. Ich check's nicht ganz. Und zack. Und. Wie komme ich da hoch? Muss warten, bis es aufmacht. Macht das jetzt auf? Er stampft rum. Ja, 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 ja. Nein. Nein! Boah! Das war knapp. Kann ich hier trotzdem hoch? Ich glaube nicht. Nein, warum? Warum? Oh mein Gott, war das knapp. Ey, das ist so asozial. Wehe. Okay. Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Jetzt, 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 mach auf, mach auf, mach auf. Mach auf! Ach man, ich versteh's nicht! Gott, warum kann das so spät? Weg, 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 runter, runter, runter. Okay, davon sterbe ich nicht. Ach, ich muss da drauf! Ich muss auf den Stein drauf, mich hochreiten lassen. Ich glaube, so soll das so sein, oder? Ich will nicht nochmal verlieren, bitte. Ich mach's schon so oft gerade. Ich hab's jetzt auswendig gefühlt. Ernsthaft? Ich hab dafür ein Zeitlimit? Und dann geht es jetzt wieder auf. Warte, 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 warte. Nee. Ich hab dafür ernsthaft. Zumindest scheint es so ein Zeitlimit. Ja, toll. Schaffe ich es überhaupt jetzt noch? Oder kann ich es überhaupt noch schaffen? Ich muss es probieren. Das ist es nicht. Okay, das jetzt auf, ne?
Ja, ich verstehe, ich verstehe. Da. Also die Tür ist jetzt bei ihm auf. Jetzt macht er das hier auf. Ich springe hoch. Und ich hab's. Oh mein Gott. Bin fast Game Over wieder. Oh mein Gott. Wieso sind die Zwischenkämpfe viel schwieriger als die Main-Boss? Okay, hier noch auf jeden Fall erstmal eine Pause in der nächsten Folge. Machen wir die Welt dann zu Ende. Ja, der Obermacker da. Dich kriege ich noch. Keine Sorge. Das wird Kinderspiel gegen dich. Wart's nur ab.